Vielen Dank für die nette Einleitung. Ich verzichte heute auch auf eine PowerPoint-Präsentation. Ich fand die Geschichte sehr gut. Ich hoffe, dass sie dann zum Schluss doch Hoffnung macht. Also wir arbeiten zumindest seit vielen Jahren daran, in diese Gesellschaft Hoffnung zu bringen und eine Veränderung zu bewirken. Ja, ich will ein bisschen aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen, wie wir dazu gekommen sind, auch wie wir den Begriff soziale Innovation konturieren, was wir darunter verstehen und was wir eigentlich dafür machen, um mehr soziale Innovationen in Deutschland zu entwickeln und auf den Weg zu bringen. Und Sie haben es vorhin angedeutet, ich habe 1994 die Social Impact GmbH gegründet. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir überhaupt noch keinen Begriff, was eigentlich soziale Innovationen sind, weil das war einfach ein Fremdwort. Wir haben aber von Anfang an, würden wir heute sagen, als eine Agentur für die Entwicklung von sozialen Innovationen gearbeitet. Wir haben das aber damals Modellprojekte genannt oder Pilotprojekte genannt. Und unser erstes großes Projekt, was wir auf den Weg gebracht haben, war das Projekt zur Modularisierung der Berufsausbildung. Daher kommen die Begriffe Module. Also wenn man heute über Weiterbildung, Fortbildungsmodule und so weiter redet, dann geht das quasi auf unser ersten Modellversuch zurück, den wir mit dem Bundesinstitut für berufliche Bildung durchgeführt haben. Unser Ziel war damals, ich komme ja aus Berlin, war es, arbeitslosen jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, eine Berufsausbildung nachzuholen. Und unser Grundsatz, unser Lernarrangement, was wir entwickelt haben, basierte auf den Grundsätzen von Empowerment, von Lernberatung, von individueller Qualifizierungsplanung. Und um diese drei Grundsätze verfolgen zu können, war es notwendig, den Rahmenlehrplan, den Ausbildungsrahmenplan neu zu strukturieren. Die Module waren faktisch nichts anderes als ein Ergebnis einer Neustrukturierung des Rahmenlehrplans. Die wirkliche Innovation, was bis heute noch nicht wirklich klar geworden ist, bestand nicht in der Modularisierung, sondern bestand in einem neuen Lernarrangement, nämlich in der Lernberatung, in der Individualisierung von Qualifizierungsprozessen, von Empowerment. Wir waren super erfolgreich. Wir haben ja mit benachteiligten Zielgruppen gearbeitet. Das waren langzeitarbeitslose junge Erwachsene. Viele hatten Migrationshintergrund, Alleinerziehende waren dabei. Also eigentlich eine Gruppe von Menschen, die so ein bisschen durch den Bildungsrost gefallen waren und denen niemand mehr eine Chance geben wollte. Und als wir dieses erste Projekt damals vorgestellt haben, auch in der Stakeholder-Umwelt, in der wir uns bewegten, haben viele gesagt, ihr seid wahnsinnig. Das kann man mit Abiturienten machen, aber nicht mit dieser Zielgruppe. Was ihr von den Leuten erwartet, die Art, wie sie arbeiten müssen, wie sie selbstbestimmt arbeiten müssen, das können die gar nicht schaffen. Zumal wir im Unterschied zu dem, was dann im klassischen dualen Bildungssystem offenkundig war oder wie auch die Umschulungsmaßnahmen strukturiert waren, eigentlich nur ein Drittel der Lernzeiten hatten. Also wir haben faktisch darauf gesetzt, dass die jungen Leute sich selbst steuern. Und das war dann das Ergebnis, unsere Auszubildenden haben alle die Prüfung bestanden. Wir lagen ganz deutlich über dem Niveau des dualen Bildungssystems, weil die mussten ja die gleichen Prüfungen absolvieren bei der IHK und unsere haben alle bestanden. Dadurch ist das Thema Modularisierung durch die Decke gegangen und alle haben gesagt, Modularisierung ist das neue Berufsbildungskonzept und dann haben sich die Begriffe verselbstständigt. Nur all diejenigen, die das adaptiert haben, haben keine Lernberatung angeboten und haben keinen individuellen Qualifizierungsplan angeboten, sondern haben einfach den Ausbildungsrahmen, Lehrplan in Module oder in Bausteine gesteckt. Und obwohl wir so erfolgreich waren, sind wir gescheitert. Den Impact, den wir eigentlich erzeugen wollten, bestand ja darin, dass wir junge Erwachsene in den Beruf bringen, in die Arbeit bringen. Und ich bin selbst Berufsschullehrer. Ich bin an meiner eigenen Ideologie gescheitert. Es gab gar keine Arbeitsplätze. Es lag sowieso nicht an den jungen Leuten. Es gab ja in Ostdeutschland keine Arbeitsplätze. Die Industrie war komplett zusammengebrochen. Auch in Berlin gab es ja vorher eigentlich nur subventionierte Arbeitsplätze. Und wir waren dann eher am Verzweifeln, weil wir haben dann die jungen Leute mit ihren guten Berufsabschlüssen, die sie hatten, die wurden aber dennoch nicht eingestellt, weil dann nämlich die anderen multiplen Hinderungsgründe wie Migrationshintergrund oder alleinerziehend oder vorbestraft halt eben die Arbeitgeber dann komplett davon abgehalten haben, unsere jungen Leute einzustellen. Und das hat uns auf einen Gedanken gebracht, der ja damals beachtenswert war. Wir haben gesagt, wenn es gelingt, junge Leute in die Berufsausbildung zu führen, warum können wir die nicht in die Selbstständigkeit führen? Warum machen wir nicht das Gleiche, Empowerment, individuelle Qualifizierungsplanung, alles das, was wir in dem modularen Bildungskonzept erarbeitet haben, in Bezug auf Selbstständigkeit? Und dann bin ich so 97, 98, habe ich mich auf den Weg gemacht und bin dann zu Arbeitsagenturen gegangen, oder die sind damals noch Arbeitsämter, also in Arbeitsämtern gegangen und zu Ministerien gegangen und habe gesagt, wir würden gerne ein Kündigungsmodell entwickeln für junge Erwachsene. Und dann bin ich
manchmal mit einem Lächeln verabschiedet worden. Manchmal hat man mich ja eher angefeindet nach dem Motto, junge Erwachsene ohne Eigenkapital, ohne Sicherheiten in die Selbstständigkeit zu führen, das sei verantwortungslos. Weil die haben ja gar keine Lebenserfahrung und keine berufliche Erfahrung, das kann man eigentlich nicht machen. Aber wir waren nervtötend. Ich glaube, das ist auch eine Innovation, nervtötend zu sein. Und irgendwann hat man im Land Brandenburg gesagt, wir geben dir 50.000 D-Mark. Du kannst es ja mal probieren, wir geben dir 50.000 D-Mark. Und du darfst aber diesen Gründungsunterstützungsangebot nicht in der Stadt Potsdam durchführen, musst du irgendeine andere Stadt suchen. Und wir haben das dann in der Stadt Brandenburg gemacht, Brandenburg an der Havel, haben wir ein kleines Büro eröffnet. Und dann muss man sagen, wir waren von der Nachfrage vollkommen überrascht. Also wir hätten vieles erwartet, aber das hätten wir nicht erwartet. Die jungen Leute kamen aus dem ganzen Land Brandenburg zu uns und haben gesagt, ich möchte eigentlich in Brandenburg bleiben. Also ich möchte jetzt nicht nach Baden-Württemberg gehen oder nach Bayern gehen, weil es dort Arbeitsplätze gibt. Ich möchte hier bleiben, das ist meine Heimat. Ich möchte hier was tun, aber Arbeit gibt es nicht, also ich möchte mich selbstständig machen. Und das kamen ganz, ganz viele. Und dann haben wir angefangen, das Thema Gründungsförderung neu zu definieren. Also quasi gemäß diesen Grundsätzen, die ich vorhin genannt habe, wir haben bis zum damaligen Zeitpunkt Mitte der 90er Jahre sah ja Gründungsförderung so aus, dass man zur Industrie- und Handelskammer oder zur Wirtschaftsförderung gegangen ist. Die haben sich dann den Businessplan angeschaut und haben gesagt, das und das muss man den Businessplan anders machen. Und dann hat man möglicherweise eine Unterstützung bekommen von der KfW. Also auch eine Finanzierungsunterstützung, wie es die heute auch noch gibt. Für unsere jungen Leute kam die KfW-Unterstützung sowieso nicht in Frage, weil die KfW-Unterstützung war damals noch daran gebunden, dass man mindestens 5 Jahre Berufserfahrung hat. Das hatten die ohnehin schon mal nicht. Aber das Wesentliche war, dass wir gesagt haben, so kann Gründungsförderung nicht aussehen, sondern Gründungsförderung sieht so aus, dass wir erst mit den jungen Leuten die Ideen entwickeln. Sodass wir an den Ideen arbeiten, auch an dem Persönlichkeitskonzept, an der Unternehmerpersönlichkeit arbeiten. Wir müssen erst qualifizieren und im Rahmen dieser Qualifizierungsprozesses, der selbstbestimmt sein muss, erarbeiten junge Leute selbstständig ihren Qualifizierungs- oder ihren Gründungsplan. Und so haben wir ein System erarbeitet, ein 4-Phasen-Modell der Gründungsunterstützung von der Profiling oder Ideenentwicklung über die Gründungsvorbereitung in die Startphase und die Nachgründungsphase. Und dieses Modell dieser 4 Phasen ist faktisch heute State of Art. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Wir haben dann einige Jahre lang, also im Rahmen von europäischen Kontexten, ich habe dann auch im Auftrag des BMAS und der Europäischen Union in einer Organisation und Organisationsstruktur der Europäischen Union mitgearbeitet, die ist die COPI, die Community of Practice for Inclusive Entrepreneurship. Und wir haben innerhalb der COPI haben wir sozusagen die Gründungsförderinstitutionen in Europa beraten, wie sie eigentlich Gründungsförderung aufbauen müssen und wie die Gründungsförderstrukturen aussehen sollten. Und so haben wir mit jungen Erwachsenen angefangen und hatten ein wahnsinniges Déjà-vu-Erlebnis. Als ich, bevor ich Lehramt studiert habe, war ich Banker und ich war festen Überzeugung, wenn man mit der Professionalität zu einer Bank geht und hat einen guten Businessplan, so war das zumindest noch in den 70er Jahren, als ich bei der Bank war, dann kriegt man auch das Geld. Und wir gingen dann Ende der 90er Jahre mit unseren Gründern und Gründerinnen, ich kann mich noch an den ersten Gründer gut erinnern, ging dann zur Bank, der hatte ein super tolles, überzeugendes Geschäftskonzept und wollte wollte ihm helfen bei der Kreditantragstellung und dann sagte der Banker, der ist arbeitslos, der hat kein Eigenkapital, der hat keine Sicherheit, der hat keine Berufserfahrung, dem sollen wir jetzt Geld geben und dann will der auch nur 10.000 D-Mark oder 15.000 D-Mark haben. Das ist doch nichts, das funktioniert nicht. Und das war wie ein Déjà-vu, das war wie vorher mit unserem Modularisierungskonzept, dass wir dachten, das haben wir die jungen Leute empowered, wir haben sie auf den Weg gebracht, wir haben ihnen Mut gemacht, sich sozusagen selbstständig, eine eigenständige Erwerbsperspektive aufzubauen und jetzt kriegen die kein Geld. Ganz kleine Fußnote dazu, dieser Gründer, als wir unsere 5-Jahres-Feier fuhr auf dem Weg nach Cottbus, wo wir unsere Feier gemacht haben, Mercedes Cabrio hinter mir her. Der parkte dann neben mir und stieg aus dem Autohaus, bekam einen feuerroten Kopf und sagte, Norbert, meine Kunden erwarten das von mir. Also er ist erfolgreich selbstständig geworden, hat ein Unternehmen aufgebaut, eine IT-Branche, was heute noch gut funktioniert. Ich glaube, er hat heute 80 oder 90 Mitarbeiter, arbeitet für die Uni, arbeitet für die Landesregierung. Aber wir hatten das Problem, wir hatten keine Finanzierung. Und dann kam die GLS-Bank und damals fing das gerade mit Mohamed Yunus Ende, wurde langsam bekannt. Er hatte noch nicht den Friedensnobelpreis, also das Thema Mikrofinanzierung wurde bekannt. Und die GLS-Bank, die ich gut kannte, haben gesagt, lass uns doch mal das erste Mikrofinanzprogramm in Deutschland aufbauen.
und haben uns damals 50.000 D-Mark gegeben. Das Land Brandenburg hat uns noch weitere 50.000 D-Mark gegeben, weil die gesagt haben, naja, wir sehen ja, das ist ein wahnsinniger Bedarf, vielleicht kann man ja irgendetwas machen. Und dann haben wir das erste Mikrofinanzkonzept in Deutschland erarbeitet, haben dann 3 Jahre später von der Deutschen Bankstiftung 500.000 Euro bekommen, auch schon im kleinen Verbund, übrigens auch mit Kollegen hier aus Stuttgart, also aus der Nähe, Exit. Die waren dann in unserem Verbund mit drin. Wir haben dann das Deutsche Mikrofinanzinstitut gegründet, haben dann von der KfW 4 Millionen Euro bekommen, um Mikrofinanzierung weiter zu erproben, wissenschaftlich zu erproben und dann im Jahr 2008 100 Millionen Euro Mikrofinanzierung deutschlandweit sozusagen zu etablieren. Diesen Fonds, diesen Mikrofinanzfonds, den gibt es noch heute und es gibt auf diesem Fonds hin funktioniert Mikrofinanzierung in Deutschland. Und das war sozusagen dann für uns die Grundlage, um unsere vielen kleinen Gründer auf den Weg zu bringen und ihnen zu helfen. Ich habe dann bei einigen Vorträgen dann gesagt, naja, damals hat man überhaupt kein Potenzial bei jungen Existenzgründern gesehen und heute, ein bisschen lustig, sind wir der größte Arbeitgeber in den neuen Bundesländern. Wir haben über 2000 Unternehmen gegründet mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren und die hatten dann alle 2, 3 Mitarbeiter und haben dann sozusagen die, vor allen Dingen die regionalen Räume, die ländlichen Räume in den neuen Bundesländern belebt. Super erfolgreich. Wir haben dann im nächsten Schritt uns überlegt, wenn wir das für junge Erwachsene, die erwerbsmäßig benachteiligt sind, erfolgreich auf den Weg bringen können, dann müsste das eigentlich auch für andere Zielgruppen gehen. Und haben 2004, 2005 den ersten Gründungsinkubator für Menschen mit Schwerbehinderung aufgebaut. Gleiches Prozedere. Das geht gar nicht, Menschen mit Schwerbehinderung, also auch das noch, die sind auch noch krank oder sind behindert. Wie wollen die denn diesen Zug, diese Belastung als Selbstständige durchhalten? Aber das Integrationsamt in Berlin, das war relativ experimentierfreudig, die haben gesagt, ihr könnt das machen, aber auf euer Risiko. Also wir haben Finanzierungsmodalitäten mit denen aufgebaut, wo das komplett auf unser Risiko ging. Und dann haben wir damit gestartet. Wir haben hatten eine wissenschaftliche Begleitung. Das Spannende, nach 3 Jahren und nach 4 Jahren, als die wissenschaftliche Begleitung die Ergebnisse offeriert hat, haben die gesagt, es ist nicht nur ein super erfolgreiches Programm in Bezug auf die Existenzgründung, sondern die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Menschen, die an dem Programm teilgenommen haben, sich selbstständig gemacht haben, sich gesünder fühlen als zuvor. Also weil sie faktisch die gesellschaftliche Reputation bekommen haben. Sie mussten nicht mehr zu dem Jobcenter gehen, zu den Arbeitsagenturen gehen, um dort halt um Hilfe bitten, sondern sie haben ihre gesellschaftliche Anerkennung gefunden, indem sie quasi sich selbstständig machen konnten. Und wir haben das super individuell mit den Menschen arbeiten. Und was ich auch lernen musste damals war, weil ich das aus meiner Familie immer anders gelernt habe, war so ein Motto, da ist jemand mit Behinderung, da darfst du nicht hingucken oder so, das war ja so der Standard. Aber unser Punkt war zu sagen, das erste Gespräch, was wir geführt haben, war so, was ist deine Behinderung? Und wie benachteiligt dich diese Behinderung? Wir mussten diese Behinderung sozusagen den Fokus stellen, um darüber zu reden, wie gehst du mit der Behinderung um, wenn du selbstständig sein willst. Wir sind mit diesem Projekt 2012 haben wir den European Enterprise Award gewonnen, also die beste Auszeichnung, die man in Europa in Bezug auf Unternehmensgründung bekommen kann, sozusagen mit dem Inkubator für Menschen mit Schwerbehinderung. Und infolgedessen, also nicht nur infolgedessen, schon vorher wurde in Deutschland das Gesetz geändert, oder die Gesetzesrichtlinie geändert, genauer gesagt, dass jeder Mensch mit Schwerbehinderung auch einen Rechtsanspruch auf Gründungsförderung hat. Und so haben wir sehr systematisch und sehr intensiv faktisch an der Infrastruktur für Inclusive Entrepreneurship gearbeitet in Deutschland und haben auch ein Qualitätsmanagementverfahren, Qualitätszertifizierungsverfahren erarbeitet für Gründungsberater und vieles mehr. Aber wie Sie vielleicht wissen oder die Experten unter Ihnen wissen, dass 2012 wurde die Gründungsförderung aus dem SGB gestrichen, also sagen die Gründungsförderung wurde nachrangig bearbeitet und damit ist so ein Stück weit, dass man heute ja auch langsam bei den politischen Entscheidungsträgern auch ankommt, ist, dass wir inzwischen ja mehr Insolvenzen haben oder Stilllegungen von Unternehmen halt als Neugründung haben, dass das auch ganz, ganz negativ für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist, dass es halt eben es kaum noch Stimulationen gibt, wenn man insbesondere dann nicht, wenn man aus schwierigen sozialen oder wirtschaftlichen Situationen kommt, um sich eigentlich selbstständig zu machen, weil es keine Gründungsbegleitung mehr gibt und weil es auch keine Gründungsfinanzierung mehr gibt. Aber bis 2012 haben wir sehr systematisch daran gearbeitet und ich habe diese Preise, die wir vorhin genannt haben, habe ich genau für diesen Bereich bekommen, Inclusive Entrepreneurship. Und ich war, wie ich auch schon angemerkt habe, dann Mitglied dieser Community of Practice for Inclusive Entrepreneurship.
Und der Referatsleiter oder Abteilungsleiter bei der Europäischen Union bekam den Auftrag, 2011 eine Social Business Strategie zu erarbeiten, die sogenannte Social Business Initiative als Förderbereich innerhalb der Europäischen Union. Ja, ich war gerade Schwab Fellow geworden oder Social Entrepreneur of Europe geworden. Und das war natürlich das Erste, der kam dann zu mir und hat gesagt, wie funktioniert es eigentlich mit Social Entrepreneurship? Was ist eigentlich sozusagen das Besondere an Social Entrepreneurship? Wie funktioniert das? Was gibt es eigentlich für Player in Deutschland? Und so saßen wir dann viel, viel zusammen, auch noch der Geschäftsführer von Ashoka damals. Also ich habe so eine Gruppe von Experten zusammengetrommelt und wir haben ganz maßgeblich versucht, Einfluss zu nehmen auf diese neue Social Business Initiative. Und parallel dazu haben wir dann, wie Sie schon vorhin richtig angemerkt haben, den ersten Gründungsinkubator für, wir nennen es immer Social Entrepreneurship, aber die Begriffe, da will ich auch jetzt nicht in die Tiefe gehen, die sind etwas schwierig. Die Europäische Union hat 2016 eine Mapping-Studie in Europa gemacht zu den Begriffen. Hat gesagt, was verstehen denn die Länder unter Social Enterprises und Social Entrepreneurship? Und das Ergebnis dieser Mapping-Studie war, dass es mehr Begriffe als Länder gibt. Also Begriffsdeutungen als Länder gibt es, und lasse ich das jetzt mal weg, sozusagen, was wir darunter verstehen. Also wir haben dann den ersten Social Business, Social Entrepreneurship Inkubator in Deutschland aufgemacht und dann haben viele gesagt, und ich komme auch gleich mal zu einer Begriffsdefinition, viele gesagt, wer will sich denn schon selbstständig machen, wenn er keine Gewinne erzeugen kann? Und jetzt sind wir praktisch bei der Frage, was ist das Besondere denn an sozialen Innovationen und was ist das Besondere an Social Entrepreneurship, wodurch unterscheidet sich das eigentlich von den klassischen Strukturen? Soziologisch betrachtet sind soziale Innovationen gesellschaftliche Verhaltensveränderungen. Social Distancing ist eine soziale Innovation. Also sie dienen dazu sozusagen dem Gesundheitsschutz. Und wir haben, das ist Mainstream geworden. Innovation ist ja nicht die Entwicklung von was Neuem, sondern Innovation ist die Verbreitung von etwas Neuem. Und die Social Distancing ist eine soziale Innovation. Unternehmerisch oder ökonomisch betrachtet gibt es natürlich auch Produkte und Dienstleistungen, die soziale Innovationen auslösen können. Immer dann, wenn diese Produkte und Dienstleistungen zum Mainstream werden. Also wenn die dazu beitragen, wesentlich dazu beitragen, dass halt im Menschen andere Produkte und andere Dienstleistungen benutzen als in der Vergangenheit. Es gibt so eine ganz kleine, da mache ich mal ein Beispiel, eine soziale Innovation, die vielleicht die bedeutendste ist, die ich mitbegleitet habe, wenn überhaupt mal jenseits von den Social Impact Labs. Ich war, und das hatte eigentlich mit meinem beruflichen Leben erstmal gar nichts zu tun, ich war Vorstand der ersten Carsharing-Organisation der Welt. Wir haben Stadtauto Berlin gegründet, ich war Aufsichtsrat und Vorstand der ersten Carsharing-Organisation und immer gestritten sind es die Luzerner, die haben faktisch gleichzeitig angefangen oder die Carsharing-Organisation aus San Francisco. Und wir haben dann Carsharing gemacht in Deutschland. Wir haben erstmal als Nachbarschaftsinitiative gestartet, haben gesagt, wir bauen ja nicht, wir leben hier alle so dicht zusammen, wir bauen dort für so ein Haus nicht irgendwie jeder sein eigenes Auto. Und so haben wir angefangen, Autos zu teilen und haben Carsharing auf den Weg gebracht und hatten dann zum Schluss 6.000 Kunden und 500 Autos in Berlin und in Frankfurt. Und auf Basis unseres Konzepts sind dann auch hier Stadtmobil in Karlsruhe oder Teilauto und so weiter sind entstanden. Und vor allen Dingen ist Flinkster entstanden. Ja. Und zwar ist Flinkster aus unserem Scheitern entstanden, weil wir sind dann 1999 sind wir mit Flinkster an den Punkt gekommen oder mit Stadtauto an den Punkt gekommen, dass wir investieren mussten. Bis dahin haben wir alles in Fahrtenbücher geschrieben. Unsere Autos standen versteckt auf Hinterhöfen in Kreuzberg. Und um an die Autos ranzukommen, gab es versteckte Briefkästen, die nur unsere Kunden kannten. Und die haben sich dann in versteckten Briefkästen die Schlüssel geholt, sind dann in Kreuzberger Hinterhof oder was weiß ich, Moabiter Hinterhof gegangen, haben sich das Auto abgeholt. Und das hat super gut funktioniert, solange es ein geschlossener Kreis war, wo jeder jeden kannte. Aber als wir plötzlich 5.000 Leute hatten, hatten wir kein Controlling mehr. Also auch vor allen Dingen hatten wir kein Controlling über Pannen, über Unfälle, über Schäden, über Sauberkeit, über die Kilometerzahl. Das hatten wir nicht. Und der erste Schritt, den wir dann machen wollten war oder gemacht haben, war ein Bordcomputer einzuführen, also wo man zumindest die Kilometer und so weiter erfassen konnten. Und dann sind wir zur Bank und haben die Bank gesagt, Carsharing, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Das funktioniert gar nicht, da haben wir kein Geld gekriegt. Und dann hat uns aber die Deutsche Bahn geholfen, und
Die haben für uns so angefangen, den Customer Support zu übernehmen fürs Carsharing. Und wir hatten ja eigentlich, wir waren ja mittellos, mehr oder weniger als Organisation. Und so sind mehr und mehr die ganzen Dienstleistungen von uns auf die Deutsche Bahn übergegangen und Flinkster ist gegründet worden als Carsharing-Organisation in Deutschland von der Deutschen Bahn. Also es ist eine Innovation, Carsharing heute. Ich habe Jeremy Rifkin, den vielleicht den einen oder anderen von Ihnen kennt, sozusagen der Head of Sharing Economy, der benutzt ja immer Carsharing als das Basismodell für Shared Economy. So, mit dem hatte ich dann vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, hatten wir mal ein Gespräch, wie das alles entstanden ist, weil das ja sozusagen auch das Basismodell für Shared Economy. Das ist eine soziale Innovation. Also eine soziale Innovation, die weltweit skaliert, die sich weltweit entwickelt. Es ist ein neues Produkt oder neue Dienstleistung entstanden, deren wesentliches Ziel darin bestand oder darin besteht, Mobilität zu optimieren, und ökologische Schäden zu reduzieren. Das Wesentliche von uns, wir waren ja ein gemeinnütziger Verein, das konnten wir später nicht mehr sein. Wir haben dann umgegründet eine Aktiengesellschaft, wir waren ein gemeinnütziger Verein. Da wurde uns aber die Gemeinnützigkeit aberkannt, funktionierte natürlich nicht in dem Moment, wo wir angefangen haben, diese Autos zu vermieten. Hatten uns die Gemeinnützigkeit. Aber es gab immer der Impetus, der Antrieb, den wir gemacht haben, ging es darum, ökologische Folgekosten. Es ging um den gesellschaftlichen Mehrwert, es ging nicht um private Bereicherung. Und am Anfang waren wir halt ein Verein und dann hatten wir eine AG, was nicht immer ganz einfach war, mit mehreren 100 Mitgliedern. Das war auch ganz schön schwierig dann, die ganz stark aus der Umweltszene in Berlin kam. Das ist ein Produkt. Der Unterschied, also es gibt Produkte und Dienstleistungen, die Mainstream und die gesellschaftliche Veränderung, positive gesellschaftliche Veränderung bewirken können. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt auch Produkte und Dienstleistungen, die marktwirtschaftlichen Charakter haben, die halt eben eine soziale Innovation haben. Aber der Unterschied war faktisch, und das macht da quasi unseren Social Business Inkubator aus, der Unterschied besteht darin, dass ein marktwirtschaftlich orientiertes Produkt nicht deshalb entwickelt wird, um einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erzeugen, sondern es wird deshalb entwickelt, um die Shareholder zu bereichern. Es geht darum, Gewinne zu machen. Und wenn man mit dem Produkt von Anfang an keine Gewinnaussichten hat, dann macht man es halt eben auch nicht. Und damit ist die Motivationssituation eine komplett andere, als wenn jemand zu uns kommt als Gründer und sagt hat, ich will hier einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess erwirken und der steht bei mir im Mittelpunkt. Und das ist der Ausgangspunkt meines Geschäftsmodells. Und wer so bei uns in den Inkubator hineingekommen ist, der hat sich dann immer gewundert, dass wir gar nicht angefangen haben, über Geschäftsmodelle zu reden, sondern wir haben angefangen, über die Theory of Change zu reden. Der Ausgangspunkt von uns, wenn wir angefangen haben zu arbeiten, war die Theory of Change. Was willst du Positives in der Gesellschaft bewirken und wodurch unterscheidet sich dein Produkt von bestehenden Produkten und was macht das aus für die Gesellschaft, wenn du dein Produkt entwickelst? So, also haben wir den ersten Social Business, Social Entrepreneurship Inkubator gestartet und viele sagten, das funktioniert nicht, weil wo soll die Motivation herkommen? Sie haben es vorhin schon gesagt, wir haben dann 8 weitere Inkubatoren in Deutschland gegründet. Wir haben inzwischen über die Laufzeit 700 Sozialunternehmen auf den Weg gebracht. Und das Spannende dabei, den Sozialunternehmen, die wir auf den Weg gebracht haben, das sind Unternehmen. Dadurch unterscheiden die sich ganz deutlich von dem, was wir mit dem Inclusive Entrepreneurship Bereich gemacht haben. Da ging es immer um Self-Employment. Aber hier ging es um Unternehmen. Wir haben Unternehmen dabei, die haben inzwischen 500 Mitarbeiter. Die haben also Unternehmen gegründet. Wir haben Unternehmen dabei, da ist Richard Branson als Investor eingestiegen. Also wir haben Sozialunternehmen, wir haben dreimal mit unseren Unternehmen den Deutschen Gründerpreis gewonnen, wir haben den Europäischen Innovationspreis gewonnen, wir haben viele Tech Awards gewonnen. Unzählige Preise sind in unseren Startups gewonnen worden im Bereich Innovation. Und damit haben wir eigentlich bewiesen, dass der Idee, soziale Produkte oder Produkte zu entwickeln, die soziale Probleme lösen, auch erfolgreich auch am Markt bestehen können, wobei wir den Markt etwas anders deuten, und halt eben auch gegenüber anderen Entwicklungsprozessen standhalten können. Wir haben diesen Prozess in den letzten 8, 9 Jahren verfolgt und was dann oder begleitet. Wir haben diese Infrastruktur mit den Social Impact Labs gestartet und unser Grundsatz, den wir eigentlich, der sich durch unsere gesamte Unternehmenslaufbahn hindurchzieht, war, dass wir nichts monopolisieren. Alles, was wir entwickeln, ist Open Source. Alles, was da ist, kann von anderen genutzt werden. Und deshalb gibt es inzwischen überall, auch hier in Baden-Württemberg. Also in Baden-Württemberg fing das mit der Social Impact Bar in Mannheim an, was SoSend Baden-Württemberg als erstes betrieben hat. Die haben wir vorher betrieben und haben sie dann überlassen.
Macht es einfach weiter. Also wir haben halt eben auch das Umfeld enabled und es sind viele, viele Angebote entstanden rund um die Social Impact Labs. Es sind inzwischen halt eben auch Inkubatoren entstanden von ehemaligen Mitarbeitern oder von Startups, die bei uns die Schule durchlaufen haben. Ich hatte in diesem Sommer eine ganz lustige Erfahrung, weil das Wirtschaftsministerium plant ein Förderprogramm für Sozialunternehmen in Deutschland und hat Experten einberufen, mit denen sie über dieses Förderprogramm, dieses Beratungsprogramm diskutieren wollten und da sich Meinungen einholten, waren wir 5 Experten, das waren alles ehemalige Mitarbeiter von uns. Das war lustig, war wie so ein kleines Klassentreffen, wir haben uns, verstehen uns aus, es gab auch nie Konflikte zwischen uns, das war irgendwie ganz lustig, ich wusste es aber vorher nicht und alle haben dann mehr oder weniger gelacht. Das heißt, wir haben es geschafft, praktisch eine Infrastruktur zu entwickeln. Wir haben 2010, als wir angefangen haben, einen Masterplan entwickelt, welche Module, welche Bereiche alles abgedeckt werden müssen. Und nach haben wir angefangen, diese Module auch abzugeben. Wir haben am Anfang noch im Startenbereich Social Impact Finance und dann sind Leute gekommen und gesagt, den Finance-Bereich machen wir. Und dann ist die Phase reingegangen, die Finanzagentur für Social Entrepreneurship, Kollektiv Impact, Anando, also sind faktisch Impact-Investoren entstanden und auch Beratungsorganisationen, die nur dieses Feld abdecken. Und so ist mehr oder weniger hat sich eine Infrastruktur entwickelt. Wir haben also ein Ökosystem entwickelt, da kann man heute von sprechen, dass ein Ökosystem entwickelt hat. Wir haben viele Gespräche mit Ministerien geführt. Wir waren mehrfach im Deutschen Bundestag und haben dieses Konzept erarbeitet. Inzwischen haben fast alle Parteien das Thema soziale Innovation in ihren Regierungsprogrammen stehen. Vor 3 Jahren haben wir den Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland gegründet, als quasi als Lobbyorganisation. Wir haben, glaube ich, inzwischen 900 Mitglieder in dem Netzwerk und haben dadurch natürlich auch den Druck oder die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Vorher, wenn ich ins Ministerium ging als Social Impact, haben sie immer gesagt, Partikularinteressen. Jetzt geht halt eben der Cent dorthin. Und es sieht ganz anders aus. Wir machen parlamentarische Abende und wir haben jetzt, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, im Vorfeld zur Deutschen Bundestagswahl Politik-Talks gemacht, fast zu allen maßgeblichen Themen. Es gibt Forderungspapiere von uns oder vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, was wir sozusagen von der neuen Bundesregierung erwarten. Wir versuchen, Innovationsprozesse auch innerhalb der Regierung zu befördern. Also was uns wichtigstes Anliegen ist, sind die Freigabe der namenlosen Konten. Ich weiß nicht, wissen Sie, was namenlose Konten sind? Namenlose Konten ist Geld, was auf den Banken liegt und wo die Eigentümer des Geldes nicht mehr da sind. Die seit 25 Jahren sich nicht gemeldet haben, man eigentlich gar nicht weiß, wer das ist. In Deutschland, das Geld fällt automatisch nach 25 Jahren den Banken zu. Im Moment liegen ungefähr 12 Milliarden auf den Bankkonten und wir möchten, dass dieses Geld in einen Impact Fund gesteckt wird, um soziale Innovationen in Deutschland gefördert werden. Es gibt auch ein Gutachten der Bundesregierung inzwischen, des Bundesfinanzministeriums. Wir wissen das Ergebnis nicht. Ich nehme an, das kommt mit der neuen Regierung, also wird das wahrscheinlich jetzt nicht mehr veröffentlichen. Aber wir möchten, dass dieses Geld oder Teile dieses Geldes zumindest in einen sozialen Innovationsfonds eingezahlt werden. Also da versuchen wir halt eben auch politisch Druck auszuüben. Wir versuchen natürlich neben den operativen Arbeiten, den operativen Prozessen politische Einflussnahme. Ich bin Mitglied im Beirat der Europäischen Kommission zur Social Business und auch in der OECD im Beirat, in der Steering Group Social Entrepreneurship tätig. Und wir sind jetzt gerade vor 3 Monaten, letztes Jahr im Sommer hat die Europäische Kommission beschlossen, dass in jedem Land, jedem Mitgliedsland der Europäischen Kommission ein nationales Kompetenzzentrum für soziale Innovationen geben soll. Die Aufgabe dieses nationalen Kompetenzzentrums für soziale Innovationen besteht darin, Stakeholder zu beraten, Ministerien zu beraten, ESF-Behörden zu beraten, darin auch CSR-Abteilungen und Stiftungen zu beraten, wie sie ihre Förderpolitik auslegen sollen. Das ist ein zweistufiges Verfahren gewesen. Ich komme zum Schluss. Es ist ein zweistufiges Verfahren. Erst musste das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Deutschland entscheiden, welche Organisation das nationale Kompetenzzentrum aufbauen darf. Wir haben ein Konsortium zusammengestellt. Wir haben dann den Zuschlag vom BMAS bekommen. Und
Im Juni haben wir den Zuschlag von der Europäischen Kommission bekommen. Das heißt, die Social Impact als Lead-Organisation ist auch das nationale Kompetenzzentrum für soziale Innovation. Und damit sind wir faktisch jetzt an der, ich sage mal, an einer intermediären Funktion. Das ist also nicht nur operativ, sondern wir arbeiten jetzt auch daran, sozusagen Leute, politische Institutionen, Förderinstitutionen zu beraten, die Netzwerke stärker noch zu binden, auch zwischen den unterschiedlichen Sektoren, um soziale Innovationen in Deutschland möglich zu machen. Und so, was ich jetzt gerade berichtet habe, so entsteht oder ist entstanden, so entsteht ein Ökosystem für soziale Innovationen in Deutschland. Vielen Dank.